Haare sitzt, Ton stimmt, Mahlzeit. Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen. Ja, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Ja, einige von euch fanden das Frage- und Antwort-Video von mir richtig gut und ich möchte mich bei euch im Nachgang dafür bedanken, dass das Video so gut angenommen ist. Ich habe knapp 400 Klicks auf diesem Video, ohne dass ich es beworben habe, und über 32 Likes, und es zeigt mir, dass meine Videos gut bei euch ankommen. Was weniger gut angekommen ist bei euch da draußen, ist die Geschichte mit dem 1500 Abo Special. Einige von euch sind recht sauer. Einige von euch haben sogar meinen Kanal nicht mehr abonniert. Das sind 12 Abos, die ich durch das 1500 Abo Special verloren habe, obwohl es noch gar nicht draußen ist. Und einige haben mich gefragt, hey Tom, was ist mit dem 1500 Abo Special? Kommt das noch? Dann gab es Mails, die so im Kanon gelautet haben, hey Tom, du hast uns doch nur verarscht, du wolltest nur Aufmerksamkeit haben, und ich möchte jetzt dazu Stellung nehmen. Natürlich gibt es das 1500 Abo Special. Ich habe da sehr, sehr viel Herzblut reingehängt, zu dem ich Zeit reingehängt habe. Kostet mich das 1500 Abo Special, bis das es dann fertig ist, um die 300 bis 400 Euro. Warum es mich auch noch Geld kostet, all das hier in dem Video. Warum dauert es so lange, bis das 1500 Abo Special live geht? Ich meine, der Rhee hat jetzt sein 3000 Abo Special Gewinnspiel, der Pitendo hat sein 2500 Abo Special, und ich krieg's noch nicht mal gebacken, ein 1500 Abo Special rauszuhauen. Ja, das 1500 Abo Special ist für mich was ganz Besonderes, weil wo ich vor 2 Jahren diesen Kanal eröffnet habe, also aktiv mit Videos befeuert habe, habe ich niemals dran gedacht, dass ich jemals die 1000 Abo Grenze erreiche, und überhaupt gar nicht dran gedacht, dass ich die 1500 Abo Grenze sprengen werde. Weil ja, wer will schon einen alten Mann sehen, der Neuzugänge zeigt und etwas vom Pferd erzählt? Das können andere besser, locker, flockiger, siehe NES-Kommando, Raketen-Jansel oder auch der Rhee. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dass 1532 Damen und Herren meine Hackfresse sehen wollen, und das finde ich absolut der Hammer. Ja, und wie gesagt, ich habe mich mit diesem 1500 Abo Special total übernommen. Ich habe einmal nicht dran bedacht, dass das so eine Arbeit ist, weil wie gesagt, es soll was ganz Besonderes werden. Ich hätte mich natürlich auch hinsetzen können, sagen können, yeah, vielen Dank für 1500 Abonnementen und hier ist das Gewinnspiel. Aber ich wollte was wirklich ganz, ganz was Geniales draus machen. Und was das ist, werde ich euch jetzt in dem Video nicht sagen. Ich werde euch nur so einen groben Eindruck vermitteln. Angefangen hat das Ganze im Juli, da hat der Kollege, der Fabian, gesagt, hey Mensch, 1500 Abo Special hört sich genial an, und ich kann mir vorstellen, folgende Idee: Du setzt dich in dein Auto rein, fährst Richtung Flohmarkt und auf einmal wirst du von Space Invaders angegriffen. Das war so der Grundgedanke. Und ich habe dann gesagt, hey, finde ich eine coole Idee. Und er hat dann gemeint, aber Vorsicht, mach da ein Storyboard draus, mach ein Drehbuch, fang an zu zeichnen, weil das Ganze muss wirken wie aus einem Guss. So, ergo angefangen, Storyboard zu klöppeln, Drehbuch geschrieben und. Dann angefangen im Juli das Ganze zu drehen, und zu 90% war es fertig. Habe meine SD-Karte in mein Notebook reingeschoben und siehe da, 90% der Arbeit, bam, weg, SD-Karte. Konnte nicht mehr gelesen werden. Ich
so einen Hals gehabt, zum Fabian gesagt, hey komm, vergesst mal die ganze Scheiße, ich werde einfach ein normales 1500 Abo Special machen, so nach dem Motto, hallo Freunde, 1500, hier ist das Gewinnspiel. Hab dann aber wirklich nicht mehr an dieses 1500 Abo Special gedacht und auf einmal ging es dann ratzfatz, stand bei 1450 und habe gedacht, okay, komm, mach mal nochmal diese geile Idee, 1500 Abo Special. Mich wieder mit Fabian zusammengehockt und wir haben dann eine komplett neue Idee ausgegoren. Space Invader kommen drin vor, ich komme drin vor. Es kam dann auch noch der Zufall, dass ich meine Konsole, die ich seit 8 Jahren am Suchen bin, dann bekommen habe. Und ich habe gedacht, komm, das passt irgendwie. Ich habe die Konsole, also meinen persönlichen heiligen Gral, plus 1500 Abo Special, lasst uns das alles irgendwie in eine Story reinklöppeln. Also gesagt, getan, das Ganze nochmal umgeschrieben, also Space Invaders kommen vor, plus die ganze Story erweitert. Durch ein Ereignis, was vor 8 Jahren passiert ist, bin ich zu Tom Collect geworden. Tom Collect, der Jäger der verlorenen Konsole. Und es gab dann die Idee, ein Zeitportal einzuführen, aber das Zeitportal, die Effekte waren dann ziemlich scheiße und. Ja, und das Ganze dann gedreht. Ich habe das Ganze alleine drehen müssen, weil meine Kollegin, die als Kamerafrau gedacht worden ist, die ich da so im Kopf gehabt habe, die hatte einen Unfall und musste an der Bandscheibe operiert werden. Also sind auch da einige Szenen weggefallen, zum Beispiel eine Drohnenszene, die sollte darstellen, dass mich ein Alien verfolgt, sprich die Drohne wäre das Alien gewesen, so aus Sicht des Aliens und weggefallen. Also die ganzen Szenen selber drehen müssen. Dann ist mir was passiert, was mir eigentlich noch nie passiert ist, dann Greenscreen gedreht und wenn ihr meine Greenscreen-Videos kennt, ihr seht, das Ding ist richtig perfekt beleuchtet. Bei dem 1500 Abo Special waren die Greenscreen-Szenen nicht perfekt beleuchtet. Das heißt, ich habe einen riesen Schatten hinten auf den Greenscreen geworfen. Fabian, schier ins Koma gefallen, hat gesagt, hey, kein Thema, kriege ich in irgendeiner Form raus. Dann sind noch während dem Dreh, ist genauso wie beim Essen, beim Essen bekommt man den Geschmack und beim Drehen denkt man, hey, ich könnte noch das und das machen. Also gab es dann noch Nachdrehs, es gab da noch zusätzliche Drehs, es gab zusätzliche Ideen, zum Beispiel das ganze Intro ist so à la Matrix, also jetzt nicht, dass ich mich so wie bei Matrix bewege, sondern ist so ein Matrix-Intro. Wie das aussieht, seht ihr hier. Weil ich bin gerade unterwegs zum Zoll. Und da hole ich meinen geilsten eigentlich seitdem ich wieder neu angefangen habe. Interessant. Dann das Material abgedreht und es sind über 3 Stunden Filmmaterial geworden. 3 Stunden Filmmaterial oder anders gesagt 200 Gigabyte an Daten habe ich dann dem Fabian gegeben und er hat aus diesen 3 Stunden, also knapp über 3 Stunden Filmmaterial, die Rohfassung von 30 Minuten erstellt. Für diese Rohfassung, für das Nachbearbeiten, weil zum Beispiel eine Szene sieht man hier, da sieht man mich als Marcus Phoenix und gleichzeitig mich als jüngeren Tom. Da auch den Fehler gemacht, dass ich die Kamera, und das habe ich eigentlich nie, auf Automatik stehen, aber da habe ich sie aus Versehen auf Automatik stehen gehabt, die ganze Zeit. Die eine Szene super Beleuchtung, die andere Szene scheiß Beleuchtung, weil die Automatik gemeint hat, hey, da muss ich
hier noch irgendwie eine andere Beleuchtung. So. Auch das hatte Fabian gesehen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die Endfassung, sondern das ist einfach nur so, wie es momentan aussieht. All diese ganzen Szenen, das heißt, diese 30 Minuten mussten nachbearbeitet werden. Der Fabian hat Stand heute über 30 Stunden in dieses Special reingehängt. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich am Anfang gesagt habe. Dieses Special wird mich Geld kosten. Warum? Wie gesagt, YouTube ist für mich was ganz Besonderes. Ich hätte niemals gedacht, dass ich 1500 Abonnenten erreiche. YouTube macht mir Spaß und ihr da draußen gebt mir recht viel durch eure Kommentare, durch eure Likes, und ich möchte euch dafür etwas zurückgeben, was ganz was Spezielles. Dieses 1500 Abo Special ist aufgebaut wie ein Film, also die ersten 10-15 Minuten sind wie ein Film aufgebaut, danach kommt dann das Special mit der Konsole. Und ihr gebt mir was Spezielles, also möchte ich euch auch was Spezielles geben. Zum Beispiel das Gewinnspiel. Die Konsole, die ihr dort gewinnen könnt, die Spiele, also die ganzen Preise. Ich werde nicht gesponsert, das Ganze geht von meinem Privatkonto weg. Und das ist der eine Grund, warum mich das 1500 Abo Special Geld kostet. Kommen wir zu dem Thema Special Effekte. Wie gesagt, der Fabian, mein Kollege, der bearbeitet das Ganze, der macht das in seiner Freizeit. Neben dem, dass er einen Hauptberuf hat, hat er sich auch noch selbstständig gemacht. Und was bedeutet Special Effects? Also Punkt 1 ist die Space Invaders, das ist ein Special Effect, aber auch so kleine Special Effects. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo ich mich auf dem Himalaya befinde, in Anführungsstrichen, verschneites Gebirge, Schneesturm. Das ist ein Special Effect. Diese Szene zeige ich euch jetzt. Das ist der andere Grund, warum mich das 1500 Abo Special Geld kostet. Der Fabian macht es in seiner Freizeit und ich möchte ihn mit seiner neu gegründeten Firma, die er da hat, ein bisschen unterstützen. Er hat gesagt, hey, ich nehme von dir natürlich nicht die Kohle, die ich jetzt von normalen Kunden nehme, weil dann würde das Special gleich irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Franken kosten, sondern gib mir einfach das, wo du Bock drauf hast, was es dir wert ist. Es kann 100 Franken sein, es kann 1.000 Franken sein, und wir haben uns dann auf eine Summe geeinigt und er hat gesagt, hey, findet er cool, dass ich ihm diese Summe gebe, und ich kann mich darauf verlassen, dass es wirklich ein absolut geniales, eine geniale Bearbeitung wird. Und dafür danke ich dir, Fabian. Ich schätze deine Arbeit sehr. Ich weiß, dass du dich richtig reinkniest. Das sieht man auch an den Ideen, die du bringst. Zum Beispiel eine Idee, die er gebracht hat, ist alles das, was aus der Ich-Perspektive ist, kriegt so einen Rahmen drum, wie das aussieht. Er hat jetzt mal so einen Rahmenvorschlag gemacht, so à la Doom. Das sind so Ideen, die er dann noch reingebracht hat. Das heißt, das 1500 Abo Special lebt einmal durch meine Ideen plus durch seine Ideen. Und das ist der Grund, warum das 1500 Abo Special momentan noch in der Mache ist, warum es so lange geht. Wie gesagt, es gibt das 1500 Abo Special und es tut mir wirklich von Herzen leid, dass ihr drauf warten müsst. Auf der anderen Seite tue ich natürlich damit sehr, sehr große Erwartungen schüren.
Und ich hoffe, dass, wenn dann das 1500 Abo-Special draußen ist, dass ihr nicht enttäuscht davon seid, weil nochmal, ich bin hier kein Hollywood-Schauspieler. Ich bin noch nicht mal Laienschauspieler, sondern manche Szenen, wo wir angeschaut haben, da Fabian und ich, wir haben lachen müssen. Er hat dann gemeint, hey, diese Szene können wir für The Walking Dead nehmen, du als Zombie. Und ich so, hey, das sieht doch dynamisch aus. Er so, nee, Zombie, Walking Dead. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht von dem Abo-Special. Es kommt definitiv. Ich hoffe, dass ich das Ganze in drei bis maximal vier Wochen euch präsentieren kann. Ich bitte euch noch um so lange Geduld. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass ihr sauer seid. Und ich hoffe, dass dieses Video dazu beigetragen hat, dass ihr es ein bisschen verstehen könnt, dass das Ganze so lange gedauert hat. Wie gesagt, es ist keine Verarsche, sondern es ist einfach Unfähigkeit von mir beim Planen gewesen. Ja, Freunde, soweit die Info vom 1500 Abo-Special. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt besser nachvollziehen, warum das Ganze so lange dauert. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen beruhigen und ihr seht dieses Video auch ein bisschen als Entschuldigung an. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr mich weiter supporten wollt. Wie gesagt, es gibt auch ein 2000 Abo Special, wenn ich dann die 2000 Abonnementen erreiche. Ich bin jetzt schon am Plan, was es gibt. Und ja, Freunde, wie gesagt, ein Abo, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Bis dahin, bleibt so wie ihr seid. Ich bleibe es auf jeden Fall. Wir sehen uns. Euer Tom.